Na, genug für heute. Und für morgen früh wünsche ich euch allen eine recht, recht glückliche Reise. Introite. Johnny. Shakespeare. Verfasser erfolgreicher Theaterstücke sind mir stets willkommen. Wo drückt der Schuh? Es ist ihm Martin. Was ist mit ihm? Hat er den Zug verpasst? Er ist nicht mitgefahren. Na nur? Was soll erzählt haben, er fährt mit einem späteren Zug. Ich glaube, er fährt überhaupt nicht. Warum glaubst du das? Weil er mir aus dem Wege geht. Und warum fährt er nicht? Ich weiß es nicht. Fragen Sie ihn bitte. Gut. Wo steckt er? In der Turnhalle. Martin, du fährst jetzt mit dem Nachmittagszug? Ich fahre gar nicht, Herr Doktor. Na nun. Wollen denn deine Eltern nicht, dass du heimkommst? Doch, sie wollen. Und du? Willst du denn nicht? Ich will auch. Sie wollen, du willst und trotzdem bleibst du hier? Woran liegt's denn? Das möchte ich lieber nicht sagen, Herr Doktor. Hast du kein Fahrgeld? Mama. Mama. Bei Körners, da bescheren sie schon. Was er jetzt bloß macht? In der großen leeren Schule. Oh, so leer ist die Schule gar nicht. Erstens ist der Johnny da und dann der kleine Adlige, der sich das Bein gebrochen hat. Sicher sitzen sie jetzt alle an seinem Bett und sind kreuzfidel. Oh, Gott, bitte. Das glaubst du doch selber nicht. Nein. Das glaube ich selber nicht. Hoffentlich macht er seinen Eltern keine Vorwürfe, dass sie so untüchtig sind. Red nicht so dummes Zeug. Martin ist zwar noch ein Kind, aber dass Tüchtigkeit und Geld nicht dasselbe sind, das weiß er. In 10 Jahren. Ob er dann wirklich so einen großen schwarzen Schnurrbart hat? Bei den Apfelsinen war er gar nicht kleinlich. Er wiegt doch jedes Stück seine 4 Pfund. In 10 Jahren kann viel geschehen.
Schenken können wir uns diesmal nichts. Aber umso mehr wollen wir uns wünschen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Als ich gestern in meinen Eisenbahnwagen zurückkehrte, da hatte ich den Eindruck, als wäre inzwischen jemand da gewesen. Im Ofen war nachgelegt worden, mein altes Jackett hing überm Bügel und auf dem Klapptisch, da stand ein Teller mit Gebäck. Mit solchem Gebäck. Vielleicht waren es die Heinzelmännchen. Zu Weihnachten ist alles möglich. Auch das Heinzelmännchen Damenschuhe tragen? Ich habe nämlich den Spuren im Schnee Maß genommen. Ein Damenschuh, kein Zweifel. Größe 39. 37. Bevor der Herr Hauslehrer mit dem Punsch zurückkommt, möchte ich den Heinzelmännchen ein kleines Geschenk überreichen. Ach, danke. Ein paar Schuhe. Es ist purer Egoismus. Denn es wäre ja möglich, dass Sie auch künftig manchmal in meinem Eisenbahnwagen nach dem Rechten sehen wollen. Das wäre schon möglich. Nein, diese Bengels. Da haben Sie doch tatsächlich Ulis Eltern weiß gemacht. Der Junge sei beim Schlittschuhlaufen verunglückt. Ich kam gerade vorbei. Musste wohl oder übel mitlügen. Sind Sie denn so aus der Übung? Ja, eigentlich nicht. Bin ja ein alter Hausarzt. Aber dieser Herr von Simmern ist ein erstaunlich gründlicher Bursche. Er berief sich auf die klassische Physik im Allgemeinen und auf Newtons Fallgesetze im Besonderen. Aber schließlich habe ich gewonnen. So, und wie haben Sie das fertig gemacht? Ich habe die Beine ins Hotel zurückgeschickt. Wollen Sie nicht ablegen? Ne, keine Zeit, Herr Pirsner, natürlich. Meine Frau und der Karpf warten ja schön auf euch. Dann mein Punsch für dich weg? Nein, nein. Ein Glas wird getrunken. Und zwar auf das Wohl des neu ernannten Schulärztes Dr. Robert Uthoff. Wie? Ja, mein lieber Kollege, mit dem süßen Nichtstun ist es leider aus. Da steckst du doch dahinter. Da stecken ganze Völkerstämme dahinter. Die Tertianer, der Sanitätsrat, die Krankenschwester. Sagen Sie ja, ich habe Durst. Ja. Ja, Prosit. Bibite. So, und nun auf zur Sanitätsrat. Wo ist mein Hut? Ich glaube, ich muss wohl bei Uli bleiben. Ach, Unsinn, Kind. Nein, 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 Schwester Beate, gehen Sie nur, ich bleibe da. Ja, ein Nachtwächter genügt. Unser Karpfen wird Sie allerdings vermissen. Grüßen Sie ihn von mir. Ich werde es ausrichten, ja. Also nur raus mit dem jungen Pär. Habe ich junges Paar gesagt? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Schöne Bescherung. Sozusagen eine Weihnachtsbescherung. Und da gibt es Leute, die behaupten, der Kalender müsse reformiert werden. Guten Abend, Herr Brettschneider. Hören Sie zu, der Sanitätsrat und das junge Paar. Ich meine, Schwester Beate und Dr. Uthoff gehen jetzt. Schließen Sie hinter Ihnen ab. Sonst alles dicht, Nebengebäude, Küche, Vorratsräume. Dankeschön. Nein, ich brauche nichts mehr. Schlafen Sie gut. Schwester Beate! Sie haben Ihre Schuhe vergessen. Das macht nichts. Dann gehe ich eben barfuß. Gute Nacht, Justus. Gute Nacht. Gute Nacht. Das also war unsere Geschichte. Ich schrieb sie auf einer Bergwiese nieder, zwischen Zittergräsern und Kälbern, und eins davon hieß Eduard.